Hallo, meine Lieben. So, wie versprochen, kommt heute der zweite Teil zu dem ersten Video von gestern. Es ging jetzt nochmal um die Folgen dieses gewaltigen Blutmondes, den wir letzten Freitag erleben durften. Und die Karten liegen noch aus. Ich hatte ja um drei Karten aus dem Tarot gebeten, welche Botschaft, welche Message jetzt dieser Blutmond für viele von uns tatsächlich mitgebracht hat. Und da ging es um dieses Loslassen von bestimmten Dingen. Das können jetzt wirklich Süchte sein. Ja, wir haben gestern gesprochen über emotionales Essen vor allem. Ich bedanke mich an der Stelle für eure vielen Kommentare und das große Interesse an einem Reading zu diesem Thema. Ich werde euch ein Video machen zum Thema emotionales Essen. Ja, also Essen als Ersatz quasi. Weil ich mich ja beruflich mit diesem Thema lange Jahre beschäftigt habe und ich möchte gerne am Wochenende in einem Video für euch mal das Grundlegende zusammenfassen, ja, und auch natürlich ein bisschen auf Tools eingehen, mit denen man sich helfen kann. Was ich jetzt heute machen werde, das hatte ich gestern schon angekündigt, ich wollte euch gerne eine zweite sehr wirkungsvolle Technik vorstellen, die euch beim Loslassen hilft. Wir hatten ja gestern auch darüber gesprochen, dass viele von euch gerade in einem Ablösungsprozess von einem bestimmten Menschen sind. Ja, also es geht darum, einen Wunschpartner vielleicht loszulassen, eine unerfüllte Liebe hinter sich zu lassen. Ja, oder tatsächlich auch, wenn du dich vielleicht in einem Seelenpartnerprozess befindest, diesen Zyklus, der dir bislang in den vergangenen, ich sag jetzt mal Wochen, Monaten oder sogar Jahren, nicht gut getan hat und du spürst, es muss eine Veränderung her. Du musst dich hier aus einer Situation oder auch von bestimmten Verhaltensweisen befreien, ja, dann kann dir auch hier diese Technik, die ich heute vorstelle, sehr hilfreich sein. Gestern hatten wir über Affirmationen gesprochen, ja, also nicht Affirmationen, sondern Affirmationen. Und wenn du das Video jetzt noch nicht gesehen hast, empfehle ich sehr, dir es anzusehen, denn mit dieser relativ einfachen Umgestaltung, ja, aus der du mit deren Hilfe du aus einer Affirmation eine Affirmation machen kannst, kannst du aber dein Unterbewusstsein zur Hilfe bitten, um dich von bestimmten Dingen zu befreien, ja, bestimmte Dinge loszulassen, die du einfach in deinem Leben nicht mehr möchtest. Und heute komme ich jetzt zu einem zweiten Werkzeug, so möchte ich es mal beschreiben. Das ist auch eine Technik, die ist relativ unbekannt. Und zwar stammt sie von einem amerikanischen Philosoph und spirituellen Lehrer namens Neville Goddard. Der hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelebt, also 1972 ist er verstorben. Und relativ am Ende seiner Karriere, möchte ich mal sagen, hat er eine Methode vorgestellt, die heißt, ich erinnere mich als Methode. Es klingt jetzt erstmal komisch, ja. Also im Englischen klingt es etwas flüssiger. Da hieß es I remember when. Und ins Deutsche übersetzt könnte man also die Methode entweder nennen, ich erinnere mich als oder ich weiß noch als. Da musst du mal hineinspüren, was für dich im Laufe des Videos dann sinniger oder schöner erscheint. Diese Methode hat einen großen Vorteil. Wenn du etwas loslassen möchtest, ja, also einen Zustand, in dem du dich jetzt gerade befindest, ja, führt dich diese Methode relativ schnell in das Gefühl deines Wunschzustandes. Und das ist ja so die grundlegende Annahme bei allen Manifestationen, ja, bei diesem Prozess, etwas zu manifestieren, dass wir uns in diesen, ja, erwünschten Gefühlszustand einschwingen sollen. Und das ist ja aber oftmals gar nicht so leicht. Ja, wir haben gestern mal über diese Affirmationen beispielsweise in dem Prozess des Abnehmens gesprochen. Ja, wenn du jetzt also schlank sein möchtest, schlanker sein möchtest gerne und hast vielleicht ein paar Kilo Übergewicht und du sollst dich dann vor den Spiegel stellen oder immer wieder dir aufsagen, ich bin schlank, durchtrainiert und fit.
dann ist es sehr schwierig, weil dein Verstand sofort die Bremse reinhaut, ja, so würde ich es jetzt mal sagen, und bremst dich da aus und sagt, was redest du für ein Zeug? Du bist nicht schlank, fit, ja, oder dünn, sondern du bist eben, ja, was weiß ich, mit 8 Kilo Übergewicht ausgestattet. Und da helfen diese Affirmationen, die wir gestern ausführlich besprochen haben, schon mal ganz gut. Und die Methode heute, diese ich erinnere mich als oder ich weiß noch als Methode, ist jetzt nochmal ein wichtiges Tool, das du ausprobieren kannst, um dich von diesem Zustand, in dem du dich vielleicht gerade befindest, herauszubewegen in deinen Wunschzustand. Wichtig bei dieser ganzen Geschichte des Manifestierens ist ja, dass wir möglichst überzeugt davon sein sollten, ja, dass wir diesen Wunschzustand tatsächlich erreichen. Ja? Und in diesem Zustand, in deinem Wunschzustand, sei es jetzt, wenn du an Gewicht verlieren willst, in deinem Zustand, wenn du schlanker bist, oder sei es, wenn du dich bezogen auf die Liebe von einem bestimmten Menschen loseisen möchtest, in dem Zustand der emotionalen Freiheit, ja, da fühlst du dich ja gut. Das heißt, du bist dann erleichtert, du bist auch dankbar, dass du es geschafft hast. Und diese Methode, die ich dir jetzt gleich vorstellen werde, zielt darauf ab, dich auf eine, ja, ich möchte mal sagen, relativ einfache Art und Weise eigentlich in diesen Zustand zu bringen, dass du diese Dankbarkeit, dass du es geschafft hast, für dich erfüllen kannst. Und das hilft wiederum, deinem Unterbewusstsein alles in die Wege zu leiten und Lösungen für dich zu finden, um wirklich tatsächlich in deiner Realität in diesen Zustand zu gelangen. Ich hoffe, ich kann es einigermaßen verständlich erklären, denn es ist nicht ganz so einfach zu verstehen, diese Zusammenhänge. Die Methode ist einfach, aber ich wollte euch natürlich auch ein bisschen die Zusammenhänge erläutern, warum diese Methode gut funktioniert. Ja? Gut, dann möchte ich einfach mal beginnen. Wenn du jetzt vielleicht zu Hause bist oder hast die Möglichkeit, dir kleine Notizen zu machen, dann mach das. Denn es ist wichtig, dass du dann tatsächlich auch nach diesem Schema vorgehst. Du hast jetzt deinen gegenwärtigen Zustand vor Augen, den du gerne verlassen möchtest. Das kann jetzt alles Mögliche sein. Entweder du rauchst eine Schachtel Zigaretten am Tag und möchtest gerne aufhören. Oder wir hatten das Beispiel mit dem Übergewicht. Oder auch mit Untergewicht. Du möchtest gerne zunehmen und schaffst es nicht. Ja? Bist zu dünn, gibt auch viele Menschen, die versuchen zuzunehmen, ja, und es klappt nicht. Oder wie gesagt, du möchtest einen Menschen, mit dem du in der letzten Zeit einfach die Erfahrung gemacht hast, dieser Mensch tut dir nicht gut in deinem Leben, oder der Kontakt mit diesem Menschen, oder auch deine Verhaltensweisen oder Gedankenkreisläufe bezüglich dieses Menschen tun dir nicht gut, ja. Da möchte ich noch kurz drauf eingehen. Wir haben sehr viele Beziehungen zu Menschen, da haben wir vielleicht real gar keinen Kontakt, aber wir sind viel zu sehr gedanklich mit ihnen beschäftigt. Ja? Gerade wenn es um diese Geschichte Wunschpartner oder Ex-Partner geht, wenn du noch an deinem Ex-Partner hängst und du weißt eigentlich tief aus deinem Inneren heraus, dass es für dich an der Zeit ist, diesen Menschen loszulassen, weil du dich gerne emotional unabhängig auf dein eigenes Leben konzentrieren möchtest, ja, dann ist das dieser Zustand, den du verändern möchtest. Also das musst du für dich jetzt einfach rausfinden, welchen Zustand, in dem du dich gerade befindest, möchtest du verändern. So, und diese Situation baust du nun in diesen Satz ein, der beginnt mit ich erinnere mich als oder ich weiß noch als. Ich mache es jetzt mal an diesem Wunsch- oder Ex-Partner-Beispiel fest, da könnte dieser Satz dann lauten, ich erinnere mich noch als ich vollkommen fixiert war auf XY, ich erinnere mich noch als ich die ganze Zeit an XY denken musste,
als ich die ganze Zeit auf sozialen Medien unterwegs war, um ihm oder ihr zu folgen, zu schauen, was macht er oder sie. Ich erinnere mich noch, als mein erster Gedanke frühmorgens diese Person war, mein letzter Gedanke abends diese Person war. Ich erinnere mich noch, als ich es nicht ausgehalten habe, ihm oder ihr keine Nachricht zu schreiben. Also alles, was dir einfällt, ja, was deinen Zustand, den du verlassen möchtest, gut beschreibt, setzt du in diese Formel ein. Und jetzt musst du einfach spüren, für dich fällt es dir leichter, dir zu sagen, ich erinnere mich als ich noch so und so oder ich weiß noch als. Das musst du für dich rausfinden. Ich weiß noch als mein erster Gedanke früh morgens und der letzte abends er oder sie war. Ja? Und dann schreibst du dir wirklich hier einiges auf. Also versuch dich richtig so ein bisschen in diesen Zustand hineinzureden. Ja? Dass du in diese Stimmung nochmal kommst. Wie fühlt sich das denn an, abhängig zu sein von einem anderen Menschen? Emotional noch gebunden zu sein an einen anderen Menschen? Mehr oder weniger Tag und Nacht in Gedanken gefangen zu sein bei diesem anderen Menschen. Ja? So redest du dich quasi so ein bisschen in diesen Zustand hinein. Nachdem du aber ja vorneweg praktisch das alles, diesen Zustand in die Vergangenheit gesetzt hast, indem du sagst, ich erinnere mich noch als, passiert dann etwas ganz Wichtiges, wenn du also praktisch am Tiefpunkt angekommen bist, wo du wirklich 5 oder 6 oder manche finden auch 10 Punkte gefunden hast, ja, die du quasi so empfunden hast und die du dir ja hinter dir lassen möchtest, ja, die du also verlassen möchtest. Dann kommt nämlich ein ganz wichtiger Punkt, dann kommt ein Switch, ja, du, quasi switcht den Schalter um und setzt den Vergleich, indem du sagst, doch jetzt. Diese zwei Wörter, ganz wichtig, doch jetzt. Und dann sammelst du alles, was dir einfällt, das deinen erwünschten Zustand beschreibt. Also, ich bleibe bei dem Beispiel. Doch jetzt bin ich emotional vollkommen befreit von ihm oder ihr. Doch jetzt wache ich morgens auf mit wunderschönen Gedanken über meinen eigenen Tag. Doch jetzt kommt er oder sie mir überhaupt nicht mehr in meinen Sinn. Doch jetzt schaffe ich es super gut, ihn oder sie einfach sein zu lassen. Doch jetzt spüre ich, wie ich täglich weniger an ihn oder sie denken muss. Ja, also das heißt, du redest dich jetzt in diesen Zustand hinein. Du switcht quasi von einem Extrem, als du noch abhängig warst, ja, als du noch verstrickt warst mit seiner oder ihrer Energie, als du noch täglich fast die ganze Zeit an ihn oder sie gedacht hast. Du switcht um in diesen erwünschten Zustand, wie du dich fühlen möchtest und sammelst hier möglichst viele Punkte, ja. Das sind die Punkte, die deinen erwünschten Gefühlszustand beschreiben. Ja, und dann der letzte Teil der Übung ist, dass du dich in dieses Gefühl tatsächlich hineinversetzt, wie es ist, deinen erwünschten Zustand bereits erreicht zu haben. Und jetzt kommt der wichtige letzte Punkt und du bist dankbar dafür. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn meine Lieben, im Bereich des Manifestierens, ja, schließt die Dankbarkeit am Schluss praktisch die Erfüllung des Wunsches ein. Du gehst dann davon aus und vor allem dein Unterbewusstsein macht sich das zu nutzen, dass dein Wunschzustand erreicht wird. Das ist eine unumstößliche Tatsache, wenn du dich dafür bedankst. Ja? Ihr kennt es vielleicht aus Schreiben, wenn ihr jemandem schreibt,
und ihr äußert einen Wunsch in dem Brief oder in der E-Mail, dann schreibt man manchmal drunter, vielen Dank im Voraus, liebe Grüße. Wenn du das tust, erweckst du bei dem Adressaten, ja, an den das Schreiben geht, noch mehr diese Bereitschaft, deinem Wunsch nachzukommen, weil du hast dich ja bereits dafür bedankt. Und das ist ein unglaublich effektives Werkzeug bei der Manifestationstechnik, dass du dich am Schluss bedankst. Und zwar, wir bedanken uns einfach bei unserem Schöpfer, bei unserem höheren Selbst, das dafür sorgen wird, wenn du diese Technik anwendest, ja, dass du immer leichter in diesen Zustand kommst. Du kannst dich auch direkt bei Gott bedanken oder bei deinen Engeln, bei deinen geistigen Helfern, ja, was immer für dich hier stimmig ist. Bedanke dich am Schluss dafür und fühle diese Erleichterung, ja? Fühle diese Freiheit, die du dann in diesem erwünschten Zustand spüren kannst. Du kannst auch zum Schluss dann noch so einen kleinen Satz dir ausdenken, den du immer, wenn du diese Technik anwendest, am Schluss dann benutzt. Zum Beispiel, wenn du jetzt tatsächlich jemanden loslassen möchtest, wenn es um einen Menschen geht, könntest du den Schlusssatz benutzen: Ich fühle mich frei und unabhängig. Ja. Oder ich bin dankbar, dass ich befreit bin. Ich danke Gott für meine Freiheit. Ganz gleich, du musst für dich hinspüren, was für dich hier stimmig ist. Nimm nicht meine Beispiele. Such dir selber eins aus. Und diese Technik ist ganz einfach. Ich habe es jetzt sehr ausführlich erklärt, aber im Prinzip zusammengefasst, ja, kannst du dir einfach merken, ich erinnere mich als, dann beschreibst du diesen Zustand, den du verlassen möchtest, doch jetzt, dann beschreibst du deinen Wunschzustand und zum Schluss noch, ich fühle mich dankbar, befreit, großartig. Ich bin stolz auf mich, dass ich es geschafft habe. Ja, das ist im Prinzip das ganze Hexenwerk. Aber es ist eine unglaublich effektive Technik und die kannst du immer anwenden, die kannst du für alles anwenden, wenn du in einen Zustand gelangen möchtest, der eben nicht dem entspricht, in dem du dich gerade befindest. Und ich möchte an dem Wochenende, am kommenden Wochenende, wenn ich euch das Video zum emotionalen Essen erstelle, ja, dann möchte ich auch speziell für dieses Beispiel diese Technik anwenden, dass du dann auch mal sehen kannst, wie kann man es jetzt auf diese Suchtmittel, ja, also Essen, Rauchen, was weiß ich, gibt ja noch vieles andere, Kaufsucht, ja, Sexsucht, gibt ja alle möglichen Süchte, wie kann ich es hier anwenden? Aber ganz gleich, für welche Situation du das jetzt mal ausprobierst, ich denke, am Anfang ist es sinnvoll, wenn du es dir einmal wirklich aufschreibst. Ja? Wenn du auf dein Blatt schreibst, ich erinnere mich als oder ich weiß noch als, dann schreibst du alles auf, was du jetzt eigentlich nicht mehr möchtest. Und dann ganz wichtig, große rote Buchstaben, doch jetzt. Und damit suggerierst du deinem Unterbewusstsein, das haben wir auch gestern gehört, was ja wirklich 95, manche Wissenschaftler sprechen sogar von 98% deines gesamten Seins ausmacht. Damit suggerierst du dem Unterbewusstsein, ich bin bereits in dem erwünschten Zustand und ich bin dankbar dafür, dass ich dies selbst aus meiner Kraft und mit Hilfe meiner geistigen Führung ja manifestieren konnte. Und indem du deinem Unterbewusstsein dies suggerierst, wird dein Unterbewusstsein alle Hebel in Bewegung setzen, um diesen Zustand für dich tatsächlich real werden zu lassen. Ja, ist also eine sehr, sehr effektive Technik. Du nimmst quasi dieses Geschenk an, dass du selbst, und das ist das Wichtige, du kannst hier eigenverantwortlich etwas tun, ja, und nimmst dann aber das Geschenk an, dass dein Unterbewusstsein für dich arbeitet. Denn, meine Lieben, das Hauptproblem ist ja, dass wir ganz oft unbewusst Dinge manifestieren,
die wir gar nicht erleben wollen. Wir haben das gestern bei diesen Affirmationen bisschen plastisch eigentlich gehört. Die Affirmationen bestehen ja darin, dass du praktisch aus deiner Affirmation eine Frage formulierst. Also beispielsweise, wenn du dich jetzt selber mehr lieben möchtest, wäre eine Affirmation: Ich liebe mich selbst so, wie ich bin. Und die Affirmation macht eine Frage daraus. Die würde dann lauten in diesem Fall: Warum liebe ich mich so, wie ich bin? Das heißt, wir nehmen damit quasi die Erfüllung dieses Zustandes, dass ich mich liebe, wie ich bin, bereits vorweg, indem ich frage: Warum liebe ich mich so, wie ich bin? Das impliziert ja, dass wir es bereits tun. Aber wir suchen jetzt nicht aus unserem Verstand heraus dafür nach Gründen, ja, warum liebe ich mich jetzt eigentlich so, wie ich bin, sondern dann schaltet sich wieder dieser Denker ein, der vielleicht sagen könnte: Na, das möchte ich auch mal wissen. Ja? Sondern wir stellen diese Frage einfach nur monoton: Warum liebe ich mich so, wie ich bin? Und durch dieses monotone, immer wieder wiederholen dieser Frage, ohne jetzt bewusst darüber nachzudenken, gibst du deinem Unterbewusstsein, ja, also dem wesentlich größeren Teil von dir, diese Aufgabe, dir Gründe zu liefern. Gründe zu liefern dafür, dass du dich lieben kannst, so wie du bist. Und das geht natürlich alles nicht von Vormittag zu Nachmittag, aber je öfter du diese Dinge, diese Übungen anwendest, ja, und Wissenschaftler sagen immer, man muss etwas 21 Tage machen, bis es sich tatsächlich irgendwo in uns einprägt, bis es dann Resultate auch zeigt, ja. Gestern zu den Affirmationen, da hatte ich auch einen Hinweis im Netz gefunden, dass du es 30 Tage anwenden solltest, wenn du dir jetzt vielleicht mal, ich habe gestern so 3 bis 5 Affirmationen empfohlen, die du dir mal aufschreibst und die du dann einfach mal 30 Tage lang täglich wiederholst. Das kannst du so bei Routinearbeiten machen. Und diese Übung, die ich heute vorgestellt habe, ja, ist ebenfalls, die geht in Fleisch und Blut über. Und du kannst die dann immer machen, wenn du im Auto fährst, ja, wenn du vielleicht irgendwo warten musst, ja, an der Bushaltestelle, an der U-Bahn-Station, wenn du beim Putzen bist, ja, oder wenn du gemütlich in der Badewanne liegst. Du kannst immer wieder dich erinnern: Ah, die Übung, ich erinnere mich als, wird mich, und geh davon aus, in meinen erwünschten Zustand führen. Also es ist ein sehr, sehr wirkungsvolles, ja, Handwerkszeug, möchte ich jetzt mal sagen, was gerade in dieser Thematik Loslassen, ja, sehr hilfreich ist. Ja, meine Lieben, ich hatte euch dann gestern noch angekündigt, dass ich euch noch eine kleine Meditation mit an die Hand geben möchte. Ich weiß natürlich nicht, ob du jetzt die Möglichkeit hast, dir diese, es dauert nicht lang, 3-4 Minuten Zeit zu nehmen und in Ruhe irgendwo sein kannst. Wenn das jetzt bei dir nicht möglich ist, weil du vielleicht jetzt dieses Video im Auto gehört hast oder einfach du bist nicht alleine, dann kannst du es ja anhalten, und wenn du zu Hause vielleicht dann ungestört bist, kannst du die Übung noch nachholen. Für all diejenigen, die jetzt bereits die Möglichkeit haben, für die nächsten paar Minuten ganz ungestört zu sein, möchte ich eine kleine Meditation mit euch machen, jetzt direkt in dem Video. Denn ich werde oft gefragt, in euren Nachrichten werde ich oft gefragt: Ja, Uli, ich würde gerne meditieren, aber ich kann das nicht. Ich kann mich auf nichts konzentrieren, ich kann nicht nichts denken, 1000 Gedanken kommen mir dann in den Kopf, wie mache ich das, wie fange ich an? Und deswegen habe ich mir überlegt, gerade zu der Thematik Loslassen gibt es eine ganz einfache, kleine, kurze Meditation, die du machen kannst, und ich verspreche dir, du musst nicht an nichts denken. Denn ehrlich gesagt, meine Lieben, ist das die aller schwierigste Form der Meditation. Wird dir oft empfohlen, du setzt dich hin, konzentrierst dich nur auf deinen Atem und dann lass alle Gedanken, die auftauchen, einfach wieder wie Wolken davonziehen. Das ist schon die Königsdisziplin, ja? Viel leichter ist es, damit zu beginnen, dich sehr wohl auf bestimmte Dinge zu konzentrieren, ja, werdet ihr jetzt gleich sehen, wenn wir die Übung machen, weil du deinem Geist dann nämlich Futter lieferst,
er aber trotzdem nicht abschweift, weil du dich ja auf was konzentrierst. Ja, und es ist so diese Krux bei dem Ganzen, dass viele immer denken, meditieren bedeutet, ich muss meinen Geist leer machen und ich muss mich jetzt irgendwie dazu zwingen oder muss es schaffen, an nichts zu denken. Und das ist wirklich sehr schwer. Das kann man erst, wenn man wirklich eine Zeit lang diese wesentlich einfachere Form praktiziert hat, indem du dich nämlich tatsächlich auf etwas konzentrierst in der Meditation, ja, was dann deine alltäglichen Gedanken so ein bisschen ausblendet. Und das möchte ich euch heute mal zeigen. Das ist eine kleine Übung, die du machen kannst, wenn du jetzt etwas loslassen möchtest. Das kann alles Mögliche sein, ja auch vielleicht irgendein Ereignis des Tages, was dich so ein bisschen geärgert hat oder was dich traurig gemacht hat. Dann können wir mit dieser kleinen Übung dafür sorgen, dass unser Energiefeld davon wieder etwas reiner wird. So, wenn du jetzt zu Hause bist, dann kannst du dich entweder hinlegen, ja. Ich mache es immer lieber im Sitzen, hat einen speziellen Grund. Und zwar fühle ich jetzt persönlich die Erdung besser, wenn meine Füße, also die beiden Fußsohlen, auf dem Boden stehen und ich mit meinem Po auf einem Stuhl sitze, dann fühle ich mich geerdeter. Weil wenn du liegst, liegst du meistens auf einer weichen Unterlage, ja. Dann kann man diese wirkliche Erdung manchmal nicht so gut spüren. Wenn du sitzt, dann kannst du dich auch ruhig an einen Stuhl anlehnen. Wichtig ist, dass dein Rücken gerade ist und dein Kopf wirklich über der Wirbelsäule ist. Ja, also nicht so mit zusammengesunkenem Rücken, Schultern nach vorne sitzen, sondern gerade sitzen. Stell dir einfach vor, dein Kopf hat am höchsten Punkt, am Scheitelpunkt, so eine unsichtbare Schnur, ja, und damit wird der Kopf nach oben gezogen, dann bist du nämlich schön gestreckt. Wichtig dabei, die Beine nicht überkreuzen, das würde den Energiefluss in deinem Energiesystem behindern, sondern die Beine nebeneinander hinstellen, Füße flach auf den Boden. Und jetzt legen wir mal unsere Hände auf unsere Oberschenkel und zwar mit den Handflächen nach oben. Ja, wie so zwei kleine Schälchen. So, und dann schließt du mal deine Augen. Und atmest mal tief durch. Einfach mal tief einatmen. Und wieder aus. In deinem eigenen Rhythmus. Den möchte ich dir gar nicht vorgeben. Atme einfach für dich ein paar Mal tief ein und aus. Und jetzt bitte ich dich mal mit deiner Aufmerksamkeit in deine Handflächen zu gehen. Versuch deine ganze Energie, deine ganze Aufmerksamkeit auf deine Handflächen zu lenken. Du konzentrierst dich auf die Innenseite deiner Hände. Atmest weiterhin tief ein und aus und bleibst mit deiner ganzen Aufmerksamkeit bei deinen Handflächen. Vielleicht spürst du, dass die Handflächen so ein bisschen beginnen zu kribbeln. Wenn du das nicht spürst, ist auch nicht schlimm. Und du stellst dir jetzt mal vor, dass du in deinen Handflächen ganz viel Kraft und Liebe für dich selbst sammelst. Kannst du dir vorstellen, wie zwei entweder Wollknäule oder Schneebälle oder andere Bälle. Kannst dir auch vorstellen, in einer Hand sammelst du Kraft und in der anderen Hand sammelst du Liebe. Wenn es dir schwerfällt, Liebe für dich selbst zu sammeln, dann stell dir einfach vor, diese Liebe kommt von deinem Schöpfer,
aus der geistigen Welt, von deinen Engeln, von Gott, von Jesus, von einem Erzengel, ganz gleich, wen du für dich da im Sinn hast. Du sammelst Kraft und sammelst Liebe. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, deine beiden Hände sind voll von Kraft und Liebe, dann nimmst du deine beiden Hände und führst sie auf dein Herzchakra. Du kannst die Hände übereinander legen oder auch nebeneinander auf deine Brust. Wichtig ist, dass sie einfach in der Nähe deines Herzens liegen. Und jetzt stell dir bitte vor, beim Einatmen atmest du die ganze Kraft und die ganze Liebe, die du in deinen Händen gesammelt hast, in dein Herz hinein. Und beim Ausatmen lässt du alles los, was nicht zu deinem Energiesystem gehört oder nicht mehr gehören soll. Beim Einatmen atmest du die Kraft und die Liebe aus deinen Händen in dein Herz. Beim Ausatmen alles rausatmen, was dein Energiesystem verlassen soll. Du kannst ja auch mit Farben arbeiten, ja. Du kannst zum Beispiel dir vorstellen, dass die Kraft und die Liebe in Form von goldenem Licht oder weißem Licht, ja, in dein Herz hineinfließt. Und all das, was du ausatmest, ja, an Negativität, an negativen Ereignissen, an Anhaftungen an andere Personen, verlässt dein Energiesystem als grauer oder brauner Nebel. Kannst du dir auch noch visualisieren, dass dieser Nebel dann durch dich hindurch, durch deine Füße und deinen Po in den Boden eindringt und von der Mutter Erde transformiert wird. Mach das ruhig für dich so 3-4 Mal, ja, tief einatmen, die Kraft und die Liebe aus deinen Händen in dein Herz, und beim Ausatmen verlässt alles dein Energiesystem, was du nicht mehr brauchst, was dir nicht dienlich ist, was dir nicht gut tut. Atme ruhig auch hörbar durch den Mund aus. Ja, stell dir richtig vor, wie du das ausstößt, was du loslassen möchtest. Sanft und liebevoll dringt das in dein Herzchakra ein, was du integrieren möchtest. Kraft, Liebe. Ja, vielleicht ist bei dir auch Freude dabei. Lebensfreude, Dankbarkeit, Fülle. Und all das, was du nicht mehr brauchst, atmest du aus deinem Energiesystem heraus. Mach es ruhig noch ein- oder zweimal für dich. Du kannst die Übung natürlich jederzeit auch wesentlich länger machen, nur ich möchte es jetzt in dem Video dann auch noch gemeinsam beenden, dass sie jetzt nicht zu lange wird. Machen wir es vielleicht gemeinsam das letzte Mal. Nochmal tief einatmen, die Kraft und die Liebe aus deinen Händen, und ausatmen, alles, was du nicht mehr brauchst. Dann kannst du deine Hände wieder ablegen, kannst dich einmal recken und strecken und deine Augen öffnen und versuch jetzt mal zu fühlen, ob sich etwas verändert hat in dir, ja? Auch jetzt, wenn du dann das Video ausschaltest, wenn du jetzt wieder in deinen Alltag gehst, ja? Versuch zu fühlen, ob du dich vielleicht etwas leichter spürst, ja? Ob du vielleicht schon merkst, dass etwas deinen Energiekreislauf, dein Energiesystem verlassen hat, was dich beschwert hat. Und da kannst du mit kleinen Dingen beginnen zu üben, ja, mit Alltagsereignissen, ja, die du abends aus deinem Energiefeld rausreinigen möchtest, oder auch mit ungesunden Gedanken, ja, über dich selbst, über deine Mitmenschen,
Du kannst mit Ängsten arbeiten, mit Anhaftungen an andere Personen. Ja, also das ist nochmal ein wundervolles zusätzliches Tool, das du benutzen kannst, um tatsächlich jetzt diese Blutmondenergie auch nochmal ganz auszunutzen und dein Leben von all dem Ballast zu befreien, der nicht mehr zu dir gehört, ja, der dich beschwert, der dich immer wieder einschränkt in deiner Lebenskraft, in deiner Lebensfreude. Ja, meine Lieben, ich bedanke mich, dass ihr auch den zweiten Teil angesehen habt. Ich freue mich natürlich über eure Kommentare unter dem Video. Es war gestern schon toll, ja, wie viel ihr kommentiert habt und wie hilfreich euch das erschien. Viele haben tatsächlich von den Affirmationen noch nie etwas gehört und ich bin mir sicher, diese Methode, die ich heute vorgestellt habe, ist auch viel neu. Also sehr gerne kommentieren. Ja, ich lese die Kommentare gern und beantworte auch in den Kommentaren natürlich die ein oder andere Frage, wenn ihr die stellen möchtet. Ansonsten freue ich mich natürlich auch auf einen Besuch auf meiner Facebook-Seite. Den Link setze ich euch in die Infobox. Genauso wie meine E-Mail-Adresse für eine Spende über PayPal. Ich habe gestern schon Spenden erhalten. Ich bedanke mich an der Stelle herzlich, ja, denn ich habe euch zugesichert, ich möchte mehr Videos machen. Ich möchte mehr kostenlose Beiträge auf YouTube einstellen, weil ich einfach sehe, aufgrund der Resonanz, wie hilfreich so Kleinigkeiten oft sein können in eurem Prozess. Und gerade die Menschen, die mit meiner Arbeit und meinem Kanal schon lange in Resonanz gehen, ja, da habe ich auch oftmals einfach das Passende, weil wir in dieser Energiegruppe sind, in dieser Reisegruppe, wo es jetzt eben gerade sehr, sehr um dieses Thema Loslassen geht. Und wie gesagt, ich möchte euch gerne mehr Videos machen. Am Wochenende folgt bereits ein Video zu dem Thema emotionales Essen, Essen aus Ersatz. Ja, wenn wir Gefühle nicht spüren möchten, wenn wir auch manchmal gar nicht wissen, was fühlen wir eigentlich, greifen wir schnell zum Essen als Ersatzbefriedigung, genauso wie auch zu Alkohol, zu Zigaretten, ja, zu anderen Drogen. Und darauf möchte ich in dem folgenden Video am Wochenende gerne eingehen. Wenn du es nicht verpassen willst, abonniere gleich meinen Kanal, ja, und du wirst kein Video von mir versäumen. Würde mich sehr freuen. Dann sage ich einfach mal bis bald, eure Uli. Tschüss!